Stream läuft. Hallo, lieber Stream. Wir sind auch gleich vollständig. Wir haben heute wieder den schönen AK4 und sprechen über Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Klimaschutzplan, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Wirtschaft, Mittelstand, Energie- und Bergbausicherheit, Chemie und alles Mögliche und die chemische Industrie sowie den BLB und vielleicht den Landesentwicklungsplan heute hier. Und ich möchte, bevor wir zu den einzelnen Ausschüssen und vielleicht auch die Anträge, die uns bevorstehen, kommen, noch einmal auf unsere Veranstaltungsreihe hinweisen. Habe letztens mit dem Hans Jörg schon drüber gesprochen, dass wir mit unserer Terminfindungsmethode irgendwie nicht so weitergekommen sind, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten. Vielleicht sollten wir das einfach mal konkreter machen. Wir haben ja uns überlegt, dass wir ab und zu mal so einmal im Quartal, wir wollen nicht gleich monatlich oder so anfangen, abends, wie wir es auch schon teilweise getan haben, abends eine öffentliche Veranstaltung anbieten. Und ich schlage jetzt einfach mal vor, dass hier die einzelnen MDL oder einzelnen Teams einfach nach, wenn sie ein Thema haben, aktiv werden sollten, dann hier einen Termin vorschlagen sollten. Wir gucken, dass die Termine halbwegs in Ordnung sind, gut aneinander passen und das dann einfach mal tun. Ich glaube, das führt zu mehr, als wenn wir erst die Termine festlegen und dann die Themen. Ich würde an der Stelle einfach mal, um anzufangen, den Vorschlag machen, direkt nach der Sommerpause. Ich habe noch nicht mit Stefan drüber geredet, weil ich gestern erst mal reingestellt habe. Direkt nach der Sommerpause am Montag, 25. Mittwoch, 27. oder Donnerstag, 28.8. einfach mal so einen Abend machen zum Thema, und jetzt schlage ich auch das Thema gleich vor, zum Thema Sozialticket. Dann ist unser Antrag durch eine Anhörung gegangen, aber ich gehe davon aus, dass wir bis dahin noch nicht abgestimmt haben, oder haben wir dazwischen noch eine Sitzung? Nein, ich glaube nicht. Ich gehe davon aus, dass wir bis dahin eh noch nicht abgestimmt haben, insofern damit nochmal schöne Sachen machen können. Ansonsten können wir da auch ein anderes Thema, aber direkt nach der Sommerpause vielleicht gar nicht so schlecht, so als Einstieg. Also da sind dann schon ein paar Tage, sind wir dann schon hier im Büro, wenn wir bis Ende der Ferien weg sein sollten. Und direkt als Einstieg vielleicht mal so einen Abend anzubieten, ist vielleicht nicht schlecht. Kann auch ein anderes Thema sein. Was haltet ihr davon? Und ist euch Montag, Mittwoch oder Donnerstag lieber? Montag ist zu hart. Montag ist zu hart. Ich stelle das jetzt mal zur Diskussion und lasse mal den Daniel mal ran. Ich habe eigentlich an allen drei Tagen irgendwas, am schlimmsten am Mittwoch, das ist nämlich Umweltausschuss, da kann ich gar nicht wegbleiben. Da weiß ich nicht, wie lange das dauert. Die anderen Termine sind so, dass ich eventuell später dazukommen könnte, das weiß ich noch nicht. Das ist schon mal kein Termin, an dem du selber ein Thema aufwerfen würdest, wenn man das so machen würde. So. Kai hat den Donnerstag vorgeschlagen und ich sage nochmal der Simone, es geht darum, dass wir ja mal so eine Veranstaltungsreihe machen wollten. Ich habe jetzt einfach mal im August den 25., 27. oder 28. August vorgeschlagen für einen solchen Veranstaltungsreihenabend. Und wenn jetzt kein anderes Thema käme, würde ich das Sozialticket vorschlagen. Das ist zumindest eins, wo wir durchaus externe Gäste erwarten dürfen. Also da kommen eine relativ gemischte Gruppe an Leuten wahrscheinlich gerne vorbei. Gerade wenn wir es in Düsseldorf und Umgebung machen, weil hier die Initiativen relativ stark sind. Und die Stimmung lag auf Donnerstag, 28.8. Sonst würde ich sagen, machen wir das einfach mal fest. Und jeder ist dazu aufgerufen, auch selber mal für ein Thema Termin vorzuschlagen, damit wir da mal Butter bei die Fische tun. Vorgeschlagen war jetzt Donnerstag, 28.8. Wenn ich Kai richtig verstanden habe, war es auch ihm am liebsten. Ja. Und dann Uhrzeit.
19 Uhr. Lieber 18? Wir starten 18 Uhr und beginnen vielleicht mit irgendwelchen Vorträgen dann um 18:30 Uhr, dann passt das. 18 Uhr Beginn. Schräger Einlass. Okay, machen wir das so. Und da haben wir eine Aufgabe zwar, aber wir haben noch einen kleinen Zeithorizont dafür. Und alle anderen sind aufgerufen, dann auch sich zu überlegen, was man danach noch machen kann. Hast du dir schon überlegt, ob wir das hier machen oder lieber draußen? Wir hatten ja ursprünglich mal gedacht, dass wir das draußen etwas lieber machen wollen als hier im Landtag. Für Hans-Jörg wäre jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, im Landtag besser, aber das ist relativ egal. Egal. Also je nach Thema kann man das aber auch gut im Landtag machen, weil die Leute dann wahrscheinlich vorher schon wissen, dass sie kommen und auch anmelden können. Ich würde es vielleicht versuchen, extern zu machen jetzt. Auch wenn es deutlich mehr Aufwand ist, muss man gestehen. Sollen wir noch darüber sprechen? Machen wir. Zack, und dann, wenn man das rechtzeitig anmeldet, kann man das auch in der Zeitung reinpacken. Zack mag keine Parteien. Ne? Zack mag, also, mag halt sachlich bezogenes. Du musst so öffentliche Veranstaltungen. Und Parteien müssen halt zahlen. Ne? Ja. Wenn du ein Verein bist, zahlst du halt nicht. Ansonsten gibt es die Bürgerhäuser hier in Düsseldorf, wie wir ja schon festgestellt haben. Das hatten wir ja schon. Gut. Ich schreibe mir noch auf, dass du Zack vorgeschlagen hast. Gut. Dann haben wir, dann müssen wir uns tatsächlich zeitnah darum kümmern, dass wir einen Raum haben, wenn wir da einen dort haben wollen. Catering müssen wir ja nicht so ausgiebig betreiben. Wir hatten schon mal ein Budget übrigens dafür beantragt, das war aber, ist schon Monate her, wir sollten ein neues beantragen. So, dann haben wir Anträge für das nächste oder übernächste Plenum. Ich habe natürlich hier Enquete stehen, ansonsten hat jemand noch was. Bei den Anträgen. Hast du dazu einen Diskussionsbeitrag? Also ich habe tendenziell was, aber das ist wahrscheinlich zu knapp jetzt für dieses Plenum. Der BUND hat gefordert, in den LRP reinzuschreiben, eine Kiesabgabe für also Kies- und Sandgruben. Und da wollte ich mich jetzt, das kam jetzt am Wochenende rum, da haben die eine Landesdelegiertenkonferenz gehabt und das da beschlossen. Und ich werde mich nochmal mit dem BUND in Verbindung setzen und die fragen, wie sie meinen, ob wir das parlamentarisch begleiten können und das mit denen dann absprechen. Und das wird aber wahrscheinlich bis Ende der Woche nicht funktionieren, denke ich mal. Also ist es was fürs Nächste, dann im Juli. Herr Heidram-Marie hat sich auch noch gemeldet. Noch dazu? Also es geht nicht darum, man kann in Landesentwicklungsplan nicht den Kies-Euro einführen, sondern die wollen Flächen dafür freigestellt haben, dass man da nicht Kies abbauen darf. Das ist hier schon mal vor 2, 3 Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau, im Landtag diskutiert worden. Das wollten die Grünen auch schon mal. Ich weiß gar nicht, das haben die sogar im Koalitionsvertrag, dass sie den Kies-Euro einführen wollen. Und da laufen die Kiesfirmen Sturm gegen. Das kriegt man bei der SPD nicht durch. Obwohl das wahrscheinlich sinnvoll ist, wenn man denn nicht will, dass Kies abgebaut wird hier. Und dann, wenn man einen Antrag machen würde, müsste man den Landesentwicklungsplan entsprechend ausbauen. Das wird aber nicht so einfach. Jedenfalls kann ich das nicht mal eben so machen. Dann muss ich den Landesentwicklungsplan, den Bereich da durchlesen, durcharbeiten und gucken, wo man das da einbauen kann. Das kann ich mal eben nicht mal eben so. Und das wäre das, was der BUND gefordert hat, habe ich heute gelesen. Wir befinden uns ja parlamentarisch noch gar nicht in dem Bereich. Also im Grunde ist also praktisch nächstes Plenum wäre, was LEP betrifft, könnte man nur einen politischen Antrag stellen, Landesregierung soll Kiesabgabe oder Flächenschutz bezüglich Kiesabbau berücksichtigen. Aber das wiederum wäre ein Antrag, der relativ
ja, ich sag mal, so relativ weit zurücksteht hinter diesen ganzen anderen LEP-Anträgen, die wir gerade bekommen, die immer so riesige Kataloge sind. Also ich weiß nicht, ob das ja. insofern, das also die Kiesabgabe wäre nochmal was anderes. Oliver, das würde ich jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt machen wollen für Juni. Ich will jetzt auch mal mit dem BUND sprechen, was Heidemarie gesagt hat. Und dann können wir das in aller Ruhe machen und brauchen das nicht für Juni uns vorzunehmen. Nur mal ganz kurz nachgefragt, was spricht gegen den Kiesabbau und nur Interesse halber? Also an bestimmten Stellen, nicht generell. Ja, das hängt von den Stellen ab. Also du kannst eben Flächen haben, die eigentlich lieber, wo man die besser in Ruhe lässt, anstatt die also abzubauen und weiteren Flächenverbrauch zu betreiben. Und das ist, also ich denke mal, dass es nicht so ganz generell gegen Kiesabbau generell geht, sondern einfach, dass man ein bisschen überlegen muss, wie man mit Flächen generell umgeht. Wir haben halt einen großen Flächenverbrauch und Kiesabbau ist ein Teil des Problems. Also es ist ein Flickenteppich von Einzelpunkten, dieser Flächenverbrauch, und da musst du halt an die Einzelpunkte ran dann. Ne? Außerdem ist es natürlich ein massiver Eingriff in die Landschaft. Also Kiesabbau bedeutet, man buddelt richtig tief in die Erde rein und es bleiben dann die berühmten Baggerseen übrig, was ja nicht nett ist, was ja nicht schlecht ist, finde ich. Aber es gibt, ich glaube, Kiesabbau geht zusammen mit der Frage, wie wir mit Sandgewinnung umgehen. Ich glaube, Sand und Kies ist die gleiche Industrie und es wird so viel Sand verbraucht, dass es eben auch zu Erosionen kommt. Ja, scheint alles plausibel, aber ich würde mir halt irgendwie eine doch differenzierte Position dazu wünschen, wann, unter welchen Bedingungen wir was dagegen haben könnten und mit welcher Begründung. Ich habe auch mal gehört, Sand wird teilweise knapp, ist jetzt auf mein begehrtes Gut, schafft Anreize, oder ihn auch dort abzubauen, wo er vielleicht nicht abgebaut werden sollte, aber so pauschal, man möge Flächen ausweisen, dann müsste man irgendwie über die Kriterien halt reden. Und ich habe dazu, also ich sehe irgendwie keine Parteiposition dazu, ist auch nicht so entscheidend, aber wir brauchen ja schon irgendeine differenzierte Position und die fände ich dann vorher mal diskussionswürdig, was wir denn konkret, wir uns so vorstellen, was die Kriterien sein könnten. Ich kann dazu den BUND einladen, die haben eine ganze Mappe da, die wollen natürlich nicht so viel Kies abgebaut werden, weil das auch für den Export abgebaut wird hier. Und die haben in diesen Gebieten, wo es abgebaut wird, lauter kleine Teiche. Und die sind der Meinung, so viel braucht man nicht. Und man soll sich überlegen, ob man Ersatzgrundstoffe nutzen kann. Und die Kiesleute, das gibt so einen Verein, die sind auch gegen diesen Kies-Euro, den die Grünen mal einführen wollten. Die kann man auch einladen. Die erzählen genau das Gegenteil, weil die sagen, wenn sie das nicht dürfen, den Kiesabbau, dann wird das auf der anderen Rheinseite gemacht, in anderen Bundesländern. Und dann gehen hier die Arbeitsplätze verloren oder die Holländer machen so das Übliche. Damit die da ein bisschen nicht so großzügig abbauen und ein bisschen sparsamer mit sind, wollten die Grünen damals den Kies-Euro einführen. Dann mit der Begründung auch, dass sie dann ein bisschen sparsamer mit der Landschaft umgehen und dass dann, wenn er exportiert wird, dann auch ein bisschen teurer ist und dann nur für Nordrhein-Westfalen ausbaggern und nicht mehr für den Export. Das ist nicht ganz abwegig. Finde ich, könnte man auch machen, fände ich auch sinnvoll, aber wie gesagt, das kriegt man nicht durch, aber man kann es ja fordern, wenn der BUND das auch möchte. Gut. Der Kohlepfennig ist doch das, was man auf seinem Gehaltscheck hat. Egal. Hans-Jörg hat ja schon gesagt, dass er nochmal mit den Akteuren spricht und dann sehen wir mal weiter. Es gibt noch hier Rückfragen. Nein. Sonst, bevor ich nochmal zur Enquete komme, kurz noch, langfristig haben wir im Ausschuss noch auf der Tagesordnung, gut, Stellplatzabgabe immer noch, aber nicht Stellplatz, aber, ja doch, langfristig haben wir auf der Tagesordnung Antrag zum Thema Fluglärm durchaus. Einerseits haben wir jetzt im Landesverband eine offizielle Piratenparteiposition dazu und zweitens haben wir sehr starke lokale Piraten, die uns da
ja, die ganze Zeit schon antriggern und sehr viele E-Mails schreiben, gerade jetzt vor der Kommunalwahl scheinbar, uns einladen und mich sogar auf Twitter fragen, wo denn endlich ein Antrag bleibt heute. Aber da werden wir uns auch noch dran setzen. Wir haben übrigens diese Woche noch ein Gespräch mit der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens. Aber es geht, das sollte uns hier im Landtag natürlich nicht nur um Düsseldorf gehen, sondern generell um alle Flughäfen in Nordrhein-Westfalen. Gut, und gibt es dazu noch Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten, das ist eine langfristige Sache, steht jetzt nicht direkt auf dem Programm. Ansonsten haben wir natürlich kurzfristig unsere, wie sie momentan im Arbeitstitel heißt, FinÖPV-Enquete oder FinÖPV-Enquete für Finanzierung, Innovation, Nutzung. Der Antrag ist gerade in Bearbeitung. Ich denke, wir haben mittlerweile alle Teile soweit zusammen. Jetzt geht es darum, das Ganze hübsch zu machen und nochmal den wichtigen Beschlussteil, also da, wo die Inhalte nochmal aufgezählt werden, die zehn Schlagsätze nochmal zu optimieren und vielleicht da noch was zu ergänzen. Der Antrag befindet sich leider nicht in der aktuellen Version gerade im PET, aber das können wir heute noch korrigieren. Ansonsten werden wir bis Mittwoch hoffentlich eine Version haben, die dann für ein Endlektorat zur Verfügung steht. Und ja, wen es interessiert, dem können wir dann auch zwischendurch auch außerhalb des PETs, oder wir aktualisieren einfach das PET, aber können wir ansonsten auch sagen, wo wir gerade stehen und uns austauschen. Ich würde ansonsten vorschlagen, dass wir am Mittwoch mit einer relativ finalen Version dann auch nochmal rumgehen, sodass jeder auch nochmal drauf gucken kann. Und wer möchte, noch korrigieren kann. Wir haben natürlich bis Freitag 12 Uhr, wollen wir das Ding auch fertig haben. Wir wollen da nicht überziehen, weil wir auch selber gerne das Ding fertig haben wollen. Und wie gesagt, Mittwoch soll da aber insofern fertig sein, dass man das Endlektorat machen kann. Und ja, wer da Interesse hat, melde sich generell. Wir achten natürlich darauf, dass er natürlich einmal eindeutig ist, aber auch möglichst nicht zu, sagen wir mal, krass. Wir wollen ja alle Fraktionen mitnehmen, wir wollen aber auch alle Piraten mitnehmen. Ja, gibt es dazu noch konkrete Fragen? Dann können wir, ja, ergänzen. Nur, weil es mich interessiert, weil die Andrea auch hier sitzt in der Enquete. Ich habe eine Erinnerung an die Enquete Wohnungswirtschaftlicher Wandel, wo der Einsetzungsantragstext letztlich Prosa war, die sich reduziert auf den Beschlussteil. Und selbst der wurde im Laufe der Enquete sehr stark interpretiert. Wie sieht das bei euch aus? Ist der Text des Einsetzungsantrages eine Bezugsquelle, auf die ihr euch auch immer wieder rechtfertigend zurückzieht, oder ist das die Prosa des Hintergrunds? Also am Anfang wurde sich die ersten 4 Monate nur darauf bezogen und auch sehr stark darauf geachtet, dass das Hintergrund ist. Und mittlerweile, es gab mal einen Antrag. Stark, ja. Das heißt, habt ihr euch auch ein Stück weit nicht nur im nett formuliert emanzipiert, sondern auch kritischer formuliert gelöst und definiert den Gegenstand neu? Und wenn ihr ihn neu definiert, ist er begründet aus dem Kenntnisprozess der vergangenen 13 oder 14 Monate? Also wir haben den Antrag erweitert um Themen, was aber auch in der nicht konsequenten Benutzung von Fachbegriffen begründet war, um es mal so auszudrücken. Was tut ihr gegen den Antragsteller? Nee, Nö. Ja, also die Argumente, die wir vorgebracht haben, sind schwer widerlegbar gewesen. Und
es schadet dem Antragsteller nicht, diese Themen mitzubehandeln, weil sie schlussendlich die Ausrichtung dessen, was wir behandeln sollen, nicht torpediert, würde ich jetzt mal so. Alles gut. Es gibt wir machen eigentlich mehr, als gefordert war. Ich frage deshalb so genau nach, weil wir natürlich gerade dabei sind, den Antrag auf den Punkt zu bringen und wir letzte Woche die Frage hatten, ist es möglich, den Antrag gegebenenfalls auch zu kürzen oder an manchen Stellen zuzuspitzen, um ihn deutlicher und weniger, ich sag mal, breit und weich zu machen. Deswegen, also wir sind jetzt hier in einem Formulierungsprozess letztlich und ich habe meine Erfahrung mit der Enquete Wohnungswirtschaftlicher Wandel ist halt, erstens schon ein paar Tage länger her und zweitens hatte ich den Eindruck, dass da auch eine andere Situation gegeben war, weil wir es mit einem Antrag einer regierungstragenden Fraktion zu tun hatten. Das habt ihr zwar auch, aber... Mal grundsätzlich zu der Formulierung und dazu, was später dann passiert mit der Enquete. Also ich glaube, es ist wichtig, in die Antragstellung mit einzubeziehen, wie sich das entwickeln kann. Also mal brainstormen, wenn wir das mit dem Thema so zielscharf auf die Leute losgehen, was kann dann passieren, wohin könnte das abdriften, welche Bereiche könnten erweitert werden oder wo könnte man sagen, hey, das passt so nicht. Also wenn man, sag ich mal, einen Antrag formuliert hat, der relativ klar umreißt, was die Enquete machen soll, bei dem dann auch klar ist, okay, da gibt es nicht viel rechts und links, dann wird das funktionieren. Das Problem war, glaube ich, an der Stelle auch, dass so ein bisschen eine vorgefärbte Meinung im Antrag mit drin steckte, dass eine gewisse Vorstellung, was da passieren würde, vorherrschte und die nicht deckungsgleich war mit dem, wie der Antrag letztendlich interpretiert wurde. Ich glaube, es ist eher eine Frage dessen, bedenkt man sowas vorher oder bedenkt man es nicht vorher? Und dann halt die Frage, wenn ich irgendwas nicht bedacht habe vorher, gibt es eine Möglichkeit, das abzuwehren? Gibt es einen Grund, das abzuwehren? Oder das ist halt dann immer eine Abwägung auch im Prozess. Und bei uns war es zumindest so, dass der Markert von den Grünen das trotz aller Kritik an ihm bisher relativ gut aufsaugt. Also ich glaube trotz allem, dass er ein sehr diplomatischer Ausschusschef ist, sage ich mal, Enquete-Chef ist. Er schafft es immer wieder, egal wie hart die Fronten zwischendurch sind, also dann zu sagen, okay, das machen wir so und alle dann mit reinzuholen. Also diese Fähigkeit zu gucken, welches Terrain habe ich verloren und ohne Reibungsverluste dann auch zu sagen, okay, das nehmen wir mit, das ist dann an der Stelle extrem wichtig. Also ich glaube, die Planung ist letztendlich, also solche strategischen Gedanken mit aufzunehmen, ist wichtig. Und ansonsten, wenn du das gemacht hast, glaube ich, dass das auch kein Problem ist, dass es dir auch nicht weggenommen wird oder so. Ja, vielen Dank nochmal. Wir haben bestimmt an manchen Stellen auch noch Dinge, wo wir dann tatsächlich ein bisschen kürzen oder so müssen, damit wir nicht zu weich sind in der Sache, im Thema. Gut, dann kommen wir zu den Ausschussberichten. Ich würde jetzt mit Wirtschaft, Mittelstand, Energie beginnen. Was war, was wird, was mit Anhörungen und so weiter und so fort? Kai, hast du was aus? Ich wollte einfach mal zu A18 Wirtschaft, Mittelstand, Energie kommen. Jetzt weiß ich natürlich selber, dass letztens irgendwann schon die Ausschusssitzung stattfand. Ich war auch teilweise da. Wir haben in der letzten Ausschusssitzung gesprochen, zum Beispiel auch über den Ölaustritt in Gronau. Das haben wir dann nachmittags auch nochmal im A17 getan. Das ist auch ein relativ großes Thema momentan. Ich hatte das ja auch eingebracht in den Bergbauausschuss. Und ich glaube, da steckt durchaus noch ein bisschen Feuer drin. Also die sind da relativ landunter, laut letztem Status.
sind ziemlich sicher davon ab, dass oberirdische Rohre verantwortlich sind, sondern und sehr sicher dabei, dass die Kaverne verantwortlich ist. Sie wissen aber noch nicht genau, wie, in welchem Maße und wodurch und was auch immer. Mich wundert das eigentlich, dass das in der Landespresse nicht so relevant ist, sondern nur in der Lokalpresse, also eher in der Lokalpresse relevant ist, weil es ja tatsächlich so war, dass ein paar Wochen vorher einen Druckverlust gemeldet haben in der Kaverne und dann haben sie gesagt, okay, wir haben das alles untersucht und ist alles schick. Wir wissen zwar nicht, wo der Druck hin ist, aber alles ist gut. So in etwa war der Tenor. Und ein paar Tage später haben sie halt Ölaustritte und wundern sich. Ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen an der Stelle. Und mich wundert es eigentlich, dass da nicht mehr Theater zu stattfindet. Ansonsten bemerkenswert ist im Ausschuss, höchstens könnte ich jetzt, wenn der 18.1 inkludiert ist, noch mal kurz über den letzten Antrag im Plenum berichten. Wir haben ja relativ lange verhandelt für den Antrag Augenhöhe für Bergbaubetroffene herstellen. Und da war es dann tatsächlich so, dass in der letzten Obleuterunde halt so Kleinigkeiten eher besprochen wurden. Da war halt für die CDU war halt dieser Revierbegriff verbunden damit, was die so über die Emissionen geschrieben haben, ergab dann für die CDU halt, ja, das ist ein revierweiter Luftreinhalteplan, den lehnt die CDU halt ab. Das hat die CDU dann mehrfach auch gesagt. Wir haben dann zu einer Formulierung gefunden, die das im Prinzip möglich macht, aber auch ausschließen kann. Ja, also so, dass man seine eigenen Leute dann die Interpretation mitgeben kann und sagen kann, hey, nee, das steht da nicht drin. Und die anderen können dann sagen, hey, doch, das steht da drin. Witzige Spiele mit Worten, sage ich mal. Im Gegenzug hatte aber die FDP auch angemeldet, dass sie in dem Prosatext im zweiten, nicht im ersten, sondern im zweiten Absatz tatsächlich den Klimaschutzplan liest, den die FDP klar ablehnt. Da hat die FDP eine eindeutige Position zu. Und halt auch gesagt, naja, damit können wir wahrscheinlich nicht übereinkommen. Also das wird für uns ein Problem innerhalb der Fraktion und deswegen hätten wir das gerne raus. Und da war man dann seitens Rot-Grün irgendwie nicht bereit zu verhandeln, warum auch immer. Ich kann das nach wie vor nicht nachvollziehen. Da wurde dann halt drauf bestanden auf der Formulierung und dann hat die FDP gesagt, gut, dann sind wir da raus. Und dann hat Rot-Grün eine PM geschrieben, in der der Münstermann dann auch wirklich sagte, ja, die FDP ist nicht bereit, hier für die Bürger einzustehen an der Stelle. Und hat dann im Prinzip auf die FDP eingeprügelt. Der Tenor im Plenum war dann auch noch ein Stück weit so, die FDP hätte sich daraus zurückgezogen. Und selbst die CDU sagte dann, naja, ihr kommt ja mit einem eigenen Antrag, wir wollten noch aber einen gemeinsamen Antrag. Was ich also auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil die CDU wäre genauso raus gewesen, wenn der Luftreinhalteplan inhaltlich weiter drin gewesen wäre. Also die CDU hätte genau den gleichen Move gemacht, hätten sie ihren Willen nicht bekommen. Und dann kam es halt zum Redebeitrag im Plenum, und wo ich dann auch klar gesagt habe, dass Rot-Grün da den Konsens gebrochen hat und nicht die FDP. Also ich habe die FDP verteidigt, das habe ich mir rot im Kalender angekreuzt. Einfach, weil ich es nicht richtig fand. Ne? Also weil es einfach unnötig war, weil es für den Antrag auch irrelevant war, dieser Absatz, den hätte man locker streichen können, ohne dass der Antrag darunter gelitten hätte. Im Gegenteil, inhaltlich wäre das noch stringenter gewesen. Ich habe dann hinterher mit der CDU noch gesprochen. Die CDU saß währenddessen, während ich dann ein bisschen mit Rot-Grün schimpfte, saß dann klatschend im Plenum. Ja, also tatsächlich, die haben die ganze Zeit irgendwie bei meinem Redebeitrag geklatscht von der CDU. Bin ich hinterher zur CDU gegangen und habe gefragt, immer Leute, was ist denn das für ein Move hier? Ihr sitzt hier und klatscht und sagt, ja, du hast recht, aber ihr stimmt gegen den Antrag der FDP. Das ist doch total doof, ne? Ja, und dann gab es dann wohl auch Differenzen dazu bei der CDU. Ne? Also tatsächlich, dass da... An einer Stelle mir sogar gesagt wurde, ich finde das gut, dass der Klimaschutzplan da drin ist. Also, ich sag mal, Politik ist manchmal echt kompliziert und man weiß überhaupt nicht, warum.
Ich fand deine Rede übrigens toll, aber der Christoph ist dran. Also ich denke, man sollte das nüchtern so sehen. Das ist so, dass Rot-Grün die FDP da rauskicken wollte und das haben sie halt erfolgreich geschafft. Das ist natürlich auch zu verwerten für die politisch und ich glaube, so kann man das sehen. Nein. Ich möchte dem widersprechen. Der Bergbauausschuss läuft eigentlich seit jeher, also solange ich da drin bin, ich bin ja irgendwann für den Lukas da reingekommen, sehr konsensual ab. Es geht eigentlich, im Mittelpunkt steht immer der Bürger an der Stelle. Das ist tatsächlich quasi fast ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Ausschuss. Nicht quasi fast, sondern es ist ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Ausschuss. Man muss sich halt die Frage stellen, warum tue ich sowas? Ich kann sowas natürlich aus Absicht tun, aber ich will die Absicht an der Stelle nicht unterstellen. Es gibt einen Spruch, vermute niemals Böswilliges, wenn du es auch mit ... erklären kannst. Jeder weiß, was gemeint ist, ich sage es jetzt hier nicht, aber das war keine Absicht. Aus meiner Sicht. Darf ich nochmal nachfragen? Also die Wirkung war nicht beabsichtigt oder die Formulierung? Also es gab in der Referentenrunde, vor der Dings nochmal die Besprechung, da wurde das thematisiert, die Fachreferenten aus den Fraktionen, nicht unsere Referentenrunde. Da hat der FDP-Mitarbeiter darauf hingewiesen, auf die Problematik, dass er davon ausgeht, dass das seine Fraktion halt so nicht schlucken wird und die SPD, also in meiner Erinnerung nur der Vertreter der SPD hat klipp und klar gesagt, ja, aber das wird man in seiner Fraktion nicht mehr ändern wollen, Punkt. Also insofern war es vorher klar, es war auch die Reaktion klar und insofern sage ich, also suche nicht nach komplizierten Lösungen, wenn die einfache naheliegend ist. Das wurde ja auch in der Obleuterrunde diskutiert und in der Obleuterrunde ich hatte halt das Gefühl, Rot-Grün versteht an der Stelle nicht, was Sache ist. Ja, also ich weiß nicht, warum es beim Luftreinhalteplan, habe ich ja gerade gesagt, da haben wir eine Formulierung gefunden, die beide Interpretationen ermöglicht. Ja, das war dann der Kompromiss. Beim Klimaschutzplan haben wir so eine Formulierung nicht gefunden und es sollte halt da drin stehen. Wie gesagt, für den Antrag vollkommen unnötig. Wenn man den Konsens will an der Stelle, kann man das ganz locker streichen, weil Klimaschutzplan hat nichts mit Augenhöhe für Bergbaubetroffene zu tun, rein gar nichts. Von daher kann man da die Absicht unterstellen, man kann aber auch sagen, das war jetzt einfach taktisch verzockt. Ja, also aus Mangel an ... Gut, hat noch jemand anderes eine Frage oder Anmerkung dazu? Jaroslav? Nein, okay. Gut, dann gibt es noch Anhörungen bei euch demnächst im A18? Irgendwie welche, die wichtig sind hier zu wissen? Mach du. Am 25. findet infolge eines CDU-Antrags zum Thema Elektromobilität oder die Förderung von Elektromobilität eine Anhörung zum Thema statt. Ich hatte das kommuniziert auch an den Stefan. Die Fragen waren weitestgehend im Konsens erstellt worden, die Experten auch. Wir haben lediglich ein Thema ergänzt, was aus meiner Sicht da fehlte. Das war das Thema Elektromobilität basierend auf Brennstoffzellen bzw. Wasserstoff. Und das wurde dann auch im Konsens angenommen. Man hat das nur noch mal zusammengestrichen, aber insgesamt, denke ich, könnte die Anhörung tatsächlich mal dem Zweck dienen, dass man was dazulernt. Man hat eine relativ breite Auswahl an Experten da. Termin, wie gesagt, der 25. Juni, wenn ich mich richtig erinnere, 13.30 Uhr. Ich glaube, das ist der übliche Termin. Kann aber auch 14 Uhr sein. Ich glaube, 13.30 Uhr stimmt. Ja, ich bin ja leider nicht da an dem Tag. Mit Joachim in der Schweiz. Wir sind in Genf beim CERN und nehmen den Tom mit, weil der Linus ja bei der Anhörung ist, der Arme.
wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse. Macht da nichts kaputt, nicht, dass da schwarze Löcher gibt. Ja, also wenn danach die Welt nicht mehr existiert, sind wir schuld. Was du das mit dem Butterbrot? Gut, ja, dann haben wir den A02. Dort findet die nächste Sitzung, wir hatten jetzt längere Zeit keine Sitzung, die letzte, die wir hatten, war auch irgendwie kurz. Wir haben viel verschoben, wir haben jetzt wieder beim Sprecherkreis einiges verschoben, wir schieben einiges vor uns her. Aber wenn ich das richtig sehe, ist am 22. März erste Sitzung. Und zweitens haben wir hier so schöne Dinge wie, ich trage das einfach mal vor, ist, glaube ich, nichts besonders Wichtiges dabei. Aber Interessantes vielleicht. Verkehrsprobleme in Innenstädten durch Online-Versandhandel. Da bin ich auch durchaus auf die Diskussion gespannt. Also es ist ja eher so ein Fokus-Titelthema oder sowas. Ne? Aber Verkehrsprobleme in den Innenstädten durch den Online-Versandhandel. Finde ich interessant. Ich habe die Vorlage auch noch nicht gesehen. Das war Bericht, das war kein Antrag, sondern Bericht an die Landesregierung. Wir hatten den ja eigentlich gestellt, den CDU. Also die meisten Berichte an die Landesregierung stellt bei uns immer traditionell die CDU, weil Herr Schemmer keine Lust hat, kleine Anfragen zu stellen. Das darf ich auch, glaube ich, öffentlich sagen. Da haben wir krebserregende Stoffe im Straßenbau. Wir haben Fernbusnetz in Nordrhein-Westfalen verbessern. Das ist aber auch tatsächlich ein Bericht der Landesregierung. Wochenendhaus, Ferienhaus und Campingplatzgebiete in Nordrhein-Westfalen gemäß § 10 BauNVO. Ach, Nutzungsverordnung. Dann erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften. Das ist tatsächlich ein Gesetzentwurf, den wir dort dann abschließend mit einem Änderungsantrag abstimmen werden. Endlich mal was Handfestes. Dann haben wir Nordrhein-Westfalen braucht eine Zielgruppen marktgerechte Wohnraumförderung. Das ist ein Antrag der CDU, den werden wir auch wahrscheinlich endgültig wegstimmen. Schieben? Ach, der wird geschoben. Ich habe den Zettel gar nicht hier. Den wollen wir nochmal schieben. Okay. Ach ja, stimmt. Dann bis... wie Denkmalschutz so lange, bis wir es wieder brauchen können. Genau. Also auch die Denkmalschutzanträge haben wir immer noch. Die werden so lange geschoben, bis wieder ein Haushalt kommt. So, dann kommt Gesetz zur Aufhebung des Tariftreue- und Vergabegesetzes in Nordrhein-Westfalen und noch ein Antrag zum LEP-Moratorium. Jetzt, Landesregierung muss ihren missglückten Entwurf einer Novelle des LEP sofort zurückziehen. Ja, das machen wir da. Das mit dem Online-Versandhandel hat ja meistens jetzt Aufregung erregt. Da freue ich mich auch durchaus auf die Vorlage. Ja, wir haben zwei Anhörungen demnächst, und zwar beide, also ich weiß gar nicht, ob wir noch nicht noch irgendwo eine haben, aber jedenfalls zwei von uns, zwei für die Piraten, und zwar einmal zum Thema Infrastruktur, heißt sie jetzt im Volksmund, aber das geht um Infrastrukturfinanzierung ÖPNV durch Bundesmittel. Damit auch ein deutlicher Unterschied zu der Sache, was wir in der KET machen wollen. Und am 1. Juli haben wir 14 Uhr Anhörung Sozialticket. Am 3. Juni ist leider schon um 13.30 Uhr, da haben wir nicht aufgepasst. So, am 1. Jahr, aber dann wurde es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wurde es dann zum 13.30 Uhr. Am 1. Juli dagegen haben wir tatsächlich 14 Uhr jetzt Sozialticket. Ja, das war's von mir. Gibt es da Rückfragen und Anmerkungen zu? Nee, 3. Juni ist Anhörung Infrastruktur und 1. Juli ist Anhörung Sozialticket. Beides sind Dienstage nach der Fraktionssitzung. Achso, und zum Sozialticket nur der Vollständigkeit halber, freut sich der A01, also der Ausschuss AGS, Gesundheit, Arbeit, Soziales, sehr daran teilzunehmen und macht das sogar pflichtig, was sie sonst selten tun. Ja, weil sie davon ausgingen, dass das eigentlich ihr Antrag ist. Weiß ich jetzt nicht. Die Linken haben das damals auch nicht federführend in AGS geschickt. Gut, noch weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall und damit kommen wir dann, und dort hat der Hans-Jörg da schon freundlicherweise viel eingetragen, zum A17 Klimaschutz. Entschuldigung, ja, wir hatten also Sitzung am Mittwoch, 7. Mai.
Da hatten wir eine ganze Reihe von Tagesordnungspunkten. Der erste war die Energiewende durch die Bürger stärken, der Piratenantrag. Kai, möchtest du dazu was sagen? Nö? Okay. Dann der zweite Punkt war, dass das Lahnhof erhöhte Benzolwerte bei BP in Gelsenkirchen misst. Da hatte ich einen Berichtsantrag zugestellt. Die Regierung berichtete dann. Und dieser Bericht wurde kritisch diskutiert. Im Vornherein hatte ich mich da mit ein paar Gelsenkirchenern kurz geschlossen, die also auch das Thema an mich überhaupt erst herangetragen hatten, die dann auch bei der Sitzung anwesend waren und ein bisschen auch souffliert haben und im Vorfeld eben auch schon Diskussionsbeiträge geliefert hatten, die wir dann da einbringen konnten. Es wurde unter anderem gesagt, dass diese Abfackelungen, die dort stattfinden, dafür sorgen, dass das Benzol komplett verbrannt wird, das heißt, es entsteht nur Kohlendioxid und Wasser. Das ist aber zweifelhaft, nachdem ich eine Videoaufnahme von so einem Abfackeln gesehen habe, da ist eindeutig dicker schwarzer Ruß, der damit rauskommt. Es wurde gesagt, da kann nicht direkt gemessen werden im Abluft, das kann ich mir gut vorstellen, nachdem ich das Video gesehen habe. Da ist nämlich eine meterhohe Flamme, die da aus dem Schornstein kommt. Das wird sicher kein Messinstrument aushalten, aber eben auch jede Menge Ruß. Und da werden wir also nochmal dranbleiben, da werden wir nochmal nachhaken. Das dritte waren die Ölaustritte in Gronau-Epe. Dazu gab es einen Berichtsantrag auch und es gab dann diesen Bericht und eine kritische Diskussion. Der Bericht ist natürlich nur vorläufig, gibt einen Schnappschuss, weil die Prüfung und die Bohrung noch weitergehen. Da waren auch Piraten aus Aachen und im Kreis Borken anwesend bei dem Punkt. Ich fand das sehr schön, dass wir da so Unterstützung hatten, also auch moralisch und tatsächlich persönliche Unterstützung im Ausschuss mal. Ich war am Freitag jetzt, also vor 3 Tagen, mit den Borkenen und dem einen Aachener Piraten draußen und wir haben da ein paar Videoaufnahmen gemacht und uns die ganze Sache mal angeguckt. Es gab dann einen Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand der EEG-Novelle. Kai, möchtest du dazu was sagen? Gut. Dann gab es einen Bericht der Landesregierung zum Bienensterben. Simone? Ja, was ganz interessant war, ich hatte zusätzlich zu dem Bericht der Landesregierung von Lukas ein Schreiben der Landesregierung, was an die Imker gegangen war und wo wesentlich mehr Informationen drin standen als das, was in unserem Bericht der Landesregierung stand. Und auf Nachfragen habe ich natürlich auch wieder keine richtigen Antworten gekriegt. Es war nämlich zum Beispiel ganz interessant, dass festgestellt worden sind, dass diese Pollen, woran die Bienen gestorben sind, dass das Pflaumenpollen und ich glaube noch eine andere Obstsorte waren. Und untersucht haben sie ausschließlich Raps- und Erdbeerpollen. Und ich habe dann nur gefragt, wenn das auch im Nachhinein festgestellt wurde, warum ist man da nicht hergegangen und hat jetzt mal die Pflaumenbaumbestände und so sich angeguckt, wo da eventuell es gesprüht ist. Und auch, dass sie nur auf eine Distanz von 3 Kilometern statt auf 5 Kilometern untersucht haben. Aber da habe ich keine richtigen Antworten drauf bekommen, klar, wie immer. Ja, dann gab es als nächstes einen Bericht der Landesregierung zur Umweltbelastung in Raden und in Kamp Limfort. Dieser Bericht war allerdings sehr kurzfristig erst gekommen, den hatten wir noch gar nicht bekommen. Die Landesregierung, also Minister Remmel, hatte dann angeboten, 11 Seiten vorzulesen, aber da haben wir dann darauf verzichtet und gesagt, dass wir den also lesen, wenn wir den gedruckt haben und dann gegebenenfalls, wenn noch Bedarf ist, können wir den ja bei der nächsten Sitzung wieder auf die Tagesordnung setzen. Kannst du es ein kleines bisschen genauer machen? Warum kam Blindfort? Was ist da passiert? Nee, kann ich jetzt nicht genauer machen. Kann ich ja machen. Ja, mach du. Was, Mikro? Kamp Lindfort haben die schon ewig Probleme mit so einer Gusseisenfabrik, die Staub und da gibt es Staubausstöße, der irgendwie mit Schwermetallen belastet ist und zwar ziemlich stark. Und die sind in den letzten Jahren um 2/3 erweitert worden, die Fabrik. Als sie damals angefangen ist, in den 60er und 70er Jahren, war das noch eine ziemlich kleine Klitsche. Und die Leute in der Umgebung, die da wohnen, die werden dann mit dem Staub zugedeckt. In eine Wohnung, auf der Terrasse und alles. Und da ist jetzt, die waren ja schon mal hier. Und da ist auch ein Professor hier aus Hilden, der hat mir dann noch seinen Vortrag da geschickt. Und die sind da mit dieser Problematik auch im WDR oder ZDF in so einer Fernsehsendung gewesen. Die habe ich auch gekriegt. Die messen da halt. Und jetzt ist das Lahnhof mittlerweile auch dabei und will messen. Vorher haben sie sich immer wohl geweigert. Und wie die das da politisch jetzt machen, dass sie jetzt auch mal das Lahnhof da hingekriegt haben, das weiß ich allerdings auch noch nicht.
Und den Bericht würde ich schon gern haben. Ich weiß nicht, warum, wenn er den da gehabt hat, warum der nicht rumgeschickt wird. Ich wollte den gern mal vergleichen mit dem, was dieser Professor Enzlin da geschrieben hat. Ja, und da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu tun in Zukunft. Wir müssen noch mal gucken. Also ich glaube nicht, dass ich den bekommen habe. Also jedenfalls nicht ausgedruckt. Wir müssen mal, da muss ich noch mal durchgucken und eventuell müssen wir uns den selber ausdrucken, denn weiß ich jetzt nicht. Also ich habe den... Ja, aber das haben die offensichtlich nicht getan. Also ich kann mich nicht erinnern, den in den Händen gehabt zu haben. Aber ich muss noch mal meinen Mail-Eingang den durchgucken. Simone? Ja, also... Die waren im Fernsehen, die beiden, mit dieser Sendung. Das war eine ziemlich gute Sendung. Nicht nur über Raden, aber auch über andere, über Deponien und Schadstoffausstoß und was das Lahnhof misst oder nicht misst. Und da gibt es wohl diverse Probleme. Und die, ich mache das jetzt immer mit der Umweltverschmutzung, mit der Luftverschmutzung, aber diese Infraschall, immer behaupten, dass es das da gibt und das wollten sie eigentlich, das habe ich komplett abgebogen, weil das nicht mein Fachgebiet ist, das ist Physik, das mache ich nicht und das akzeptieren die auch, aber die anderen Sachen kriege ich auch immer von denen und der hat mir auch sofort seinen Vortrag geschickt, der Enzlin, auf so einen Dia-Vortrag, den er gehalten hat und alles und das wollte ich gerne vergleichen mal mit dem, was Remmel da so rausgibt und würde gerne wissen, was das Lahnhof da jetzt in Zukunft macht. Irgendwie scheint es da Differenzen zu geben. Danke, Heidemarie. Dann gab es einen sehr spannenden Punkt, nämlich die Novellierung der Verordnung über die Fischerprüfung. Das haben wir dann so durchgewunken. Und dann ein Antrag, der ist so schön. Also ich denke, das ist ein Kandidat für den nächsten Literaturnobelpreis. Ich werde den mal komplett vorlesen. Entwurf einer fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tierseuchenbekämpfung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen. War genauso spannend, wie es klingt. Und ja, haben wir halt so. Bitte? Ich glaube, das wurde da irgendwie zur Kenntnis genommen, ne? Ins Benehmen gesetzt. Dann gab es noch einen Trollantrag der CDU zum Landesentwicklungsplan, den hatten sie auch schon im Landtag ja vorgelegt. Moratorium jetzt, Landesregierung muss ihren missglückten Entwurf einer Novelle des Landesentwicklungsplanes sofort zurückziehen. Haben natürlich abgelehnt, da waren die Überweisungen aus dem Landtag halt. Ich weiß nicht, was das soll. Die wollen die mit dem alten Landesentwicklungsplan, der 15 Jahre auf dem Buckel hat, jetzt weitermachen oder was? Und die ganzen Sachen, die bisher gelaufen sind, einfach in die Tonne treten, das ist, naja, gut. So, sonstige Themen. Da habe ich dann ein paar Punkte, ich hatte mehrere kleine Anfragen zu Atomen, zu Straßenbauprojekten im Kreis Unna und zur Greifvogelwilderei in Nordrhein-Westfalen. In der Greifvogelwilderei sind wir auch zum Teil in die Zeitung gekommen, der Vornhold hat was geschrieben im Westfälischen Blatt. Dann gab es ja den Vorschlag von mir zur Kiesabgabe, hatte ich ja vorhin gesagt, hatten wir schon gesprochen. Dann habe ich zwei kleine Anfragen laufen zur CU-Pipeline. Die Frist zur Beantwortung ist seit mehr als einem Monat überschritten. Und ich habe die Verwaltung jetzt mal dran gesetzt. Sie soll mal nachforschen, was da passiert ist. Dann kommen die Fracking-Initiativen und möchten eine Klärung von juristischen Fragen im Zusammenhang mit Bergrecht und Fracking haben. Da muss ich nochmal mit Juristen durchsprechen, was wir da so machen können. Dann gibt es eine Gegendarstellung von Klausner zur Behauptung von Remmel, Klausners Schadensersatzforderung sei nicht detailliert gewesen. Das hatten wir im letzten, also nicht im Mai, sondern in der April-Sitzung des Umweltausschusses einen Bericht zu Klausner gehabt. Da hat der Remmel halt gesagt, zum Schadensersatz und so weiter können er nicht viel sagen, weil Klausners Klage jetzt nicht detailliert sei. Und Klausner hat ihm eine Auflistung halt rumgemailt, wo sie genau auflisten, was genau sie gefordert haben. Und das ist eben doch detailliert und das sollten wir nochmal zum Tagesordnungspunkt im Umweltausschuss machen. Diese Diskrepanz zwischen den beiden Darstellungen hätten wir gerne geklärt, Daniel und ich. Ne? Da werden wir also einen entsprechenden Antrag noch stellen, das auf die Tagesordnung zu nehmen. Dann gibt es aus Schleswig-Holstein eine Anfrage zu Kameras im Wald.
Das gibt also verschiedene Gründe, warum Menschen im Wald Kameras aufstellen. Naturschützer tun es, um zu gucken, ob da irgendwelche seltenen Tierarten sind. Da gibt es ja Fotofallen für Wildkatzen und so weiter. Aber es kann auch andere Gründe geben. Schleswig-Holsteiner Piraten haben dazu eine Anfrage gemacht und überlege, ob ich diese Anfrage einfach mal für Nordrhein-Westfalen übernehme. Was weiß die Landesregierung zu Kameras im Wald? Also da, wenn du da irgendwo Kameras aufstellst, ist die Frage halt, wer wird da alles aufgenommen? Wenn du die an so einem Wanderweg direkt machst, werden natürlich eine ganze Menge Leute aufgenommen. Wenn du das irgendwo im Dickicht machst, wo du einen Verdacht hast, dass irgendein seltenes Tier rumkriecht, dann stört das natürlich keinen. So Sachen könnte man mal fragen. Ne? Aus dem Unterausschuss Klimaschutzplan gibt es nichts Neues. Das war's dann von mir. Danke, ich hätte gerne Kameras vor allem an so Autobahnraststätten mal in den Waldstücken. Ansonsten hat dazu noch jemand Fragen oder Anmerkungen? Nein. Dann komme ich einmal kurz, das habe ich irgendwann mal aufgenommen, zu Stefan Fricke zum Thema Parlamentariergruppe Bahn. Gibt es da Neuigkeiten? Haben wir da was? Jetzt noch, ich mache es nochmal von vorne. Da hat es eine Vorstandssitzung gegeben, da konnte ich wegen einer Terminkollision nicht teilnehmen. Da warte ich jetzt auf das Protokoll. Gut, ich habe ja irgendwo am Rande mitbekommen, dass es demnächst irgendwie ein paar Termine oder sowas gibt. Dann kannst du das ja mal. Da warte ich jetzt auf das Protokoll. Ich habe jetzt die Information, selbst noch nicht. Ich habe aber schon mal Winnie dran gesetzt, sie zu beschaffen. Alles klar, perfekt. Denn von der Parlamentariergruppe Bahn kriegen wir ja manchmal auch ein bisschen was und dann wollen wir das natürlich hier mal rumgeben, beziehungsweise kann man auch bei die AK4-Liste schicken, wenn es da irgendwie einen Termin gibt. Ja, ansonsten gibt es noch was, das können wir dann natürlich gegebenenfalls auch nicht öffentlich machen, was zum Thema chemische Industrie zu berichten. Gut, ich höre nichts zu berichten. Dann, aus dem BLB auch nicht, ich glaube, der ist auch normalerweise nicht hier. Haben wir ansonsten noch etwas, was jemand hier auf der Tagesordnung sehen möchte? Ein paar Minuten Zeit hätten wir noch, wenn wir nicht zu hungrig sind. Gibt es noch irgendwelche schönen Themen oder Fragen? Möchte jemand den AK auflösen? Oder in du möchtest einen sexistischen Witz erzählen? Das machen wir außerhalb des Streams. Der ist womöglich urheberrechtlich geschützt. Oder so. Ja, so berühmt sind wir nicht mehr. Ich könnte mich hier nackt ausziehen. Wahrscheinlich wird es niemand bemerken. Da sagt der Mann zu seiner Frau, warum guckst du dir im Fernsehen denn immer diese Kochsendung an? Du kannst doch gar nicht kochen. Na und, sagt sie, du guckst ja auch Pornofilme. Dankeschön. Ihr könnt jetzt zurückspulen und ihn nochmal anhören, wenn ihr ihn nicht verstanden habt. Vielen Dank an den Stream. Ich wünsche uns ein gutes Essen. Oder wünsche, dass die Kantine was Schönes gekocht hat und dass sie kochen kann und nicht nur Kochsendungen guckt, was die Leute aus der Kantine sonst machen. Ah, okay, also bis in 2 Wochen.